Gib doch zu, wir würden doch alle im Spiegel nachher gap die Playlist von How to Build Hogwarts sehen. Und moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und ja, heute Teil 2 von unserem Essential Tower. Und ja, dann sag ich mal, beginnen wir auch gleich. Und zwar, was brauchen wir für diese Folge? Wir brauchen eigentlich unsere ganzen Dachelemente wie Zaun. Dann machen wir noch ein paar kleine Fenster, nicht viele. Und zwar dafür brauchen wir Kohleblöcke. Und Steinziegel wie Steinziegeltreppe. Das Besondere bei diesem Dach ist, wir brauchen eigentlich nicht so viel die anderen Blöcke. Wir brauchen eigentlich nur Block. So, ihr werdet es aber doch noch sehen. Und zwar, wir gehen hier in unsere Mitte und platzieren einen Block. Jetzt gehen wir zwei zur Seite. Und an der Seite bleiben dann zwei frei. Hier tun wir jetzt nochmal, sag ich mal, unsere Treppe hin. So, haben wir das geschafft, haben schon die erste Reihe. Jetzt muss, sag ich mal, hier auf unseren Blöcken noch fünf weitere Blöcke drauf. Eins, zwei. Und da geht es auch schon langsam in die Höhe. Jetzt ist es so ein ganz bestimmten Muster, wie wir das machen. Und zwar, da tun wir jetzt keine Treppen und so drauf, sondern geht eins nach innen und füllen da zwei Blöcke auf. Und dann nochmal einmal, ist dann die eine Mitte. Und dann wird so eine Spitze gemacht. So, haben wir das geschafft, machen wir die zweite Schicht. Und zwar nicht drauf, sondern eins nach hinten. Da tun wir erstmal hier. Da tun wir erstmal nach hier unten gehen. Und sag ich mal, in der letzten Schicht das so hochziehen, wie, sag ich mal, unsere Spitze. Und tun da auch alles ausfüllen. So. Wenn es denn so aussieht, habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt gehen wir hier zu unserer Mitte. Hier ist eine Mitte. Und tun sie, sage ich mal, nicht ganz genau so, sondern eins weiter nach unten. So, und jetzt können wir auch noch, sage ich mal, die Verbindung zwischen dem großen Dach und diesen vier kleinen Dächern machen. Und zwar, hier haben wir ganz normal gebaut. Und hier tun wir einfach das hier wegmachen und einfach bis hoch mit Blöcken füllen. Also hier nochmal. Oder einfach oben drauf. Von nur der Treppe. Da müssen wir die extra so wegmachen. Könnte natürlich auch machen. Sieht man sowieso nicht. Aber, oh, hier habe ich es weggeschlagen. Hier einfach ein Block auf der Höhe von dem Türmchen-Dächern. Hier mal. So. Ah, hier muss er noch hin. So haben wir das geschafft, gehen wir nochmal an unsere zwei, also an unserem Viereck hier und machen genau das gleiche wie innen drin. Und zwar immer eins weitergehen und dann zwei nach oben. So, und ihr seht, wie hier der Ablauf ist. Und zwar tun immer die Seiten hoch und dann, sag ich mal, die Zwischenseiten, die Ecken hier ein bisschen nachfüllen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar, wir gehen jetzt hier nach hinten und platzieren hier drei Blöcke. Hier, ihr könnt sehen, es ist dann auf der gleichen Höhe wie, sag ich mal, ja, ihr seht es ja, ist das schwierig zu erklären. So. So haben wir das geschafft, machen wir jetzt die nächste Schicht. Hier wird es aber ein bisschen interessant. Und zwar, wir können hier nicht hier anfangen, sondern einfach hier nach hinten. So, und wir werden jetzt auch langsam zu einem Kreis. Und soll ich hier an den Seiten tun wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hochziehen und dann alles ausfüllen. So haben wir das geschafft, wir die Ecken hoch.
So, und jetzt hier diesen Einer, den tun wir auch hoch, aber nicht wieder auf die gleiche Höhe, sondern eins weiter nach unten. Und jetzt wieder hier hinten hochziehen bis, sage ich mal, zur gleichen Höhe. Das sind dreimal, muss man hier platzieren, 1, 2, 3 und alles dann hier auf der gleichen Höhe. So haben wir das geschafft, sage ich mal. Gehen wir eins nach hinten und dann sind, sage ich mal, die Einser, die, sage ich mal, verbinden wir dann auch so. Das wird dann so aussehen. Wie hoch ziehen wir das? Wir ziehen das. 1, 2, so, hier, 3 hoch, nein, 2 über unsere Spitze, so, und das überall, hier natürlich den einer auch mitziehen, so, das wieder geschafft, machen wir genau das gleiche, und zwar die Treppenform. So, jetzt gehen wir hier nach hinten und tun 1, 2, 3 nach oben, also die Einer hier. So, und jetzt mal hier die 3 in der Mitte nach oben ziehen. Und zwar erstmal alles hier zur Mitte, also auf, nicht zur Mitte, auf die gleiche Höhe wie unsere Spitze. Und dann tun wir da drauf 5 bis 6 Schichten. Das ist dann, wie es euch gefällt. So, ich mache auf jeden Fall 5 Blöcke hoch, denn weniger ist mehr. Und ja, eigentlich der einzige Grund, weil sonst wird es zu hoch. Jetzt hier wieder, sag ich mal, die Mitte ist ja nur noch in einer Mitte. Und jetzt ziehen wir es wieder hoch. Und so, erstmal hier können wir alles ausfüllen auf die gleiche Höhe. So, und dann wieder alles 5. Ich würde jetzt 5 machen, Blöcke nach oben. Das geschafft, wieder zum Schluss noch einmal die Mitte nach oben und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke oder 6 nach oben. So, und ganz nach oben ist nämlich eine coole Spitze. 6 Blöcke habe ich mal gemacht. So. Wie sieht's aus? So. Wer jetzt mag, kann jetzt obendrauf nochmal Treppen hin tun. Also würde ich jetzt nicht machen. Ich so wollte ich auch mal ausprobieren, wie es aussieht. Man kann auch überall Treppen hin machen. So. Man kann auch hier die Treppen hin machen. Vielleicht mache ich es doch mit Treppen. Weil ich beim anderen weiß, ich wollte, hab mal sowas gesehen im Internet. Sowas Neues. Hier unten sieht es halt so aus. Und ist eigentlich das einzige Dach, was ich so mache. Ich weiß nicht, wie ich die anderen mache. Die da hinten, die zwar die Glockentürme. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, das war das einzige, die ich so gemacht habe. Darum, ich lasse das mal alles so. Ihr könnt aber natürlich da wieder, danke, die Treppen machen, wie ihr bunt und lustig seid. Ist ja euer Hogwarts. So, aber das war's noch lange nicht, denn wir müssen noch ein paar Fenster machen. Auf jeder Seite 2. Und zwar, wir gehen hier nach oben und zählen ab. So, in einer, da kommt dieser Dreier, hier kommt noch ein Dreier. Und hier, diese Spitze schlagen wir erstmal so weg. Aber das war's noch nicht mit dem Wegschlagen. Und zwar, die 3 hier schlagen wir noch einmal runter. Passt auf, dass ihr an den Seiten einen Block stehen lasst.
Und dann fangen wir auch schon an. Und zwar, die Blöcke, die ihr gerade weggeschlagen habt, das ist hier rein, tut ihr umgekehrt Treppen hin. So, jetzt nehmen wir unsere Steinziegel und tun sie an den Seiten hoch. Natürlich aufpassen, dass ihr das hier auch wegschlagt, weil es einfach sauberer ist. Dann wechseln wir zu unserer Steinstufe und tun sie oben, wie ich sagte, oben hin platzieren. So dazwischen. So, und dann bleiben wir auch hier hinten und zwar bei den Kohle. Und die Kohle tun wir jetzt einfach, ist jetzt blöd, wie machen wir das am besten, dahinter platzieren. Warum ich hier kein Glas nehme, das ist ja, sage ich mal, auch ein Turm. Und auch wenn wir hier das Blatt, den Platz hätten, ne, ist es so eine Art, ja, so ein Schießstand, würde ich jetzt sagen. So. Da fand ich, passt es einfach besser. Jetzt machen wir aber das kleine Dach da dran, und zwar tun an den Seiten, jeweils so, die Treppe nach außen schauend, oder nach außen schauend, innen schauend. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und ja, jetzt könnt ihr hier ein Holz, Block einmachen, oben die Stufe. So ist die erste Variante. Es gibt aber noch eine zweite. Ist aber nicht viel zu ändern, und zwar hier das einfach wegschlagen. Das hier oben wegschlagen und zu einem Kohleblock machen. Dann macht ihr hier nach oberhalb eine, sag ich mal, Stufe und darauf nochmal eine Stufe. Ist ein bisschen mehr Stufe, so ist es halt eher gerade. Und so ist es halt so schräg. Ihr könnt natürlich auch hier dann wieder normale Stufe nehmen, würde ich aber nicht machen, vielleicht sieht es so aus. So könnte ich es mir vorstellen, wobei dann sieht es aus, dass wir hier hinten es nicht weggeschlagen haben. So finde ich das Fenster ein bisschen groß, zwischenstreben, das ist aber nicht im Bild drin. So. Ihr könnt natürlich auch hier einfach die Stufe ja wegschlagen und es so machen. Und ich glaube, so mache ich es auch. So ist es mir ein bisschen zu groß. Was ist, wenn ich so mache? Dann kann ich das nicht mehr machen. So, wie viel habe ich es gerade gemacht? So habe ich es gemacht. Ja, also hier, ich habe euch gerade drei Möglichkeiten gesagt. Die könnt ihr dann auch machen. So, von Fernen auf jeden Fall auch achten, weil dann gefallen mir meine gerade entschiedenen nicht. Und gefällt mir doch eher das. Da baue ich alles um, weil von der Ferne so, dann haben wir eine Reihe und das machen wir auch ganz weiter unten. Okay, nicht ganz, aber hier machen wir das auch. Und zwar, wir schlagen das hier weg, die drei, also die Spitze. Und, sag mal, die drei da drunter. Ja, das war's. Hier, 1, 2, die Spitze und ein von diesen drei. So, jetzt gehen wir hier an die Seite und tun wieder von oben die Treppen hin. Was geschafft, dann wieder die Steinziegel. Jetzt bei meiner Variante die Kohlblöcke. Diesmal 3. Dann die Schwarzeichen als Treppe. Und die zwei Schwarzeichen Stufen. Und ich weiß, Leute, es ist eine bisschen kürzere Folge, aber kürzere muss es ja neben den ganzen Massenarbeiten hier auch geben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst doch ein Like und ein Abo und einen netten Kommentar oder einen schlechten, ne? Falls ich schlecht erklärt habe. Aber ist bisher noch nicht vorgekommen. Also würde ich sagen, Respekt an mich.
Und auch vielen Dank an euch. Dann lasst uns, wie gesagt, ein Abo und ein Like und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos verpasst. Ja, schaut einfach hier oben bei der Playlist, die ich euch verlinkt habe, rein. Ich habe auch die Playlist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Hittet einfach alles. Ciao.